Man wirft mir vor, dass ich die Auslieferung der Ecowave-Plakate, dass das eine mangelhafte Qualität sei. Dass es nicht das ist, was ich bemustert und angeboten habe. Also wenn die SPD sich jetzt auf Stur stellt und nicht bezahlt, die Rechnung nicht bezahlt, das ist ein Betrag von fast 400.000 Euro, dann kann ich meinen Lieferant nicht bezahlen. Es könnte sich dramatisch für uns entwickeln, wenn die SPD nicht bezahlt. Kann es durchaus sein, dass wir dann in eine solche Schieflage kommen, dass wir hier ein oder zwei Arbeitsplätze tatsächlich freimachen müssen. Ich wünschte mir einfach, dass eine Partei mit dem Zusatz Sozial im Namen kurz vor dem Wahltermin sich vor das Willy-Brandt-Haus stellt und sagt, okay Leute, natürlich bezahlen wir euch das. Und bitte los. Okay, und nochmal los, bitte. Und bitte los. Nein. Okay. Und hochziehen, bitte. Möchtest du, ja? Ja, bitte. Das Wichtige bei dem Ecowave-Plakat ist, wie eigentlich wie bei allen anderen Plakaten auch, dass alle Löcher benutzt werden und alle Löcher auch zugemacht werden. Und der ausschlaggebende Haltepunkt bei einem Ecowave, überhaupt bei einem Plakat, ist immer der obere, mittlere Kabelbinder. Der verhindert das Abrutschen des Plakates. Wenn der nicht richtig geschlossen ist und nur unten vielleicht zugezogen ist, weil sie oben nicht mehr drangekommen sind, dann sackt das Ganze. Also wir vermuten definitiv, dass die Montageanleitung, die wir mitgeschickt haben, nicht richtig beachtet wurde. Das heißt, es wurde nicht im Set, das ist ja eine Sandwich-Aufhängung jetzt hier. Das heißt, zwei Plakate wie ein Sandwich, wie ein Toast gegeneinander. Wir sagen aber auch ganz klar in unserer Montageanleitung, es darf nur im Sandwich nie einzeln gehangen werden, weil dann ist die Angriffsfläche für das Ecowave-Plakat einfach viel zu riesig. Und es war in Niedersachsen halt so mit dem Zeitpunkt vor 4 Wochen die schweren Unwetter mit dem Hagel. Wir nehmen an, dass die A nicht richtig aufgehangen waren und B natürlich der Hagel und der Sturm und das Gewitter das Übrige gemacht hat und getan hatte, dass die runterkamen. Ich geh jetzt hoch, ne? So, okay. Okay, und los. Sie dann und gehen dann hier so an uns hoch. Genau, und bitte los. Und wenn Sie fertig sind, gehen Sie dann wieder. Genau. Okay, und bitte los.
okay. So, ich mach, ne? Nochmal, ja, genau, dass wir den Anfang haben. Jetzt nochmal von rechts nach links oben. Egal, ja, 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 nur das oben. Also nur, was wir drauf machen. Damit es gleichmäßiger ist, richtig? Ja, so sieht es gut aus. So. Ja, ja, jetzt ist gut. So. Dicht. Unser Plakat nimmt definitiv Feuchtigkeit auf. Und im hängenden Zustand, es muss immer im hängenden Zustand gesehen werden, gibt es die Feuchtigkeit auch wieder ab. Das heißt, es trocknet wieder aus und härtet wieder. Wenn diese Plakate wirklich komplett gewässert und durchnässt sind durch den Regen und es kommt dann wirklich ein wirklich heftiger Sturm dazu, dann kann es durchaus möglich sein, dass dann auch, natürlich auch ein Schaden entsteht. Wenn die allerdings richtig montiert sind und die sind durchnässt und wirklich der obere Kabelbinder richtig angezogen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Es kommt immer auf die Montage an bei diesem Plakat. Also das Ergebnis ist, das Plakat hängt ja noch. Normalerweise müsste es sofort jetzt nach dem Beregnen, was wir gemacht haben, runterfallen. Das hat es ja nicht getan. Das hängt ja noch. Also man wirft mir vor, dass ich die Auslieferung der EcoWave-Plakate, dass das eine mangelhafte Qualität sei. Dass es nicht das ist, was ich bemustert und angeboten habe. Das ist aber nicht der Fall. Diese Qualität entspricht genau dem, was wir immer bemustert und auch angeboten haben. Ich bin buchstäblich wieder aus der Tür geflogen, weil ich kam an dem Tag aus dem Urlaub. Am 30.07. Kam ich hier aus dem Urlaub und kam hier an, so circa 11:30. Und am liebsten wäre ich wieder rückwärts rausgegangen. Weil der Boden unter den Füßen, ja, der wurde mir in der Tat weggezogen. Also eigentlich fiel und brach alles über mich hinein. Ja, es war schon ein Schock. Es ist ein Riesenschaden, es tut mir unglaublich weh. Ich hatte natürlich andere Träume, ich wollte weitergehen. Das ist alles zunichte gemacht worden. Also wenn die SPD sich jetzt auf Stur stellt und nicht bezahlt, die Rechnung nicht bezahlt, das ist ein Betrag von fast 400.000 Euro, dann kann ich meinen Lieferanten nicht bezahlen. Und im Umkehrschluss heißt das, dieser mittelständische Betrieb meines Lieferanten hat auch Zahlungsschwierigkeiten, weil auch da ist ja der Rattenschwanz, der muss ja Löhne zahlen und alles. Und da gibt es auch definitive Schwierigkeiten dann. Für die Firma Kompler bedeutet das in Zukunft natürlich, werden wir Schwierigkeiten kriegen, dieses Produkt weiter an den Markt zu platzieren oder im Markt zu platzieren. Und wir hatten ja vor, in den Europawahlkampf zu gehen, in den Kommunalwahlkampf nächstes Jahr, es sind Landtagswahlen nächstes Jahr, es sind Luxemburgwahlen nächstes Jahr, es sind Österreichwahlen. Da wollten wir überall hin. Das wird jetzt schwierig, ne? Das ist einmal verbrannt, das Produkt. Ausdrücken. Es ist ein Skandal, wenn man bedenkt, dass die SPD natürlich für Mindestlohn, soziale Gerechtigkeit und sowas alles steht. Ich meine, das ist ja, das ist die SPD. Und dann so mit Unternehmen verfährt wie mit mir und natürlich im gleichen Atemzug mit meiner Druckerei. Das ist ein Plakat, was runtergefallen ist. An diesem Plakat sieht man, dass zum Beispiel die obere Umklappleiste, diese Verstärkungsleiste, nicht umgeklappt war. Man sieht, dass die Lochungen unten links, unten rechts, oben links, unten rechts nicht benutzt wurden. Die sind jungfräulich. Was man auch noch sieht, dieses Plakat wurde vom Hagel beschädigt. Nämlich in der Mitte ist von hinten nach vorne durch ein Hagelkorn durchgeschossen. Also dieses Plakat hat nie als Sandwich-Plakat am Mast gehangen, sondern als Einzelplakat, was es nicht soll.